Moin Moin, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und bei mir reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich mir meine Gartendeko gebastelt habe. Und zwar habe ich mir so Steingesichter gemacht aus Knetbeton und die haben auch so richtig so schöne Augen. Die habe ich euch ja im letzten Video gezeigt, wie ich die gebastelt habe. Und nun möchte ich auch gar nicht lange schnacken, sondern euch zeigen, wie ich meine Gesichter gebastelt habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für meine Steingesichter benutze ich meine gebastelten Augen. Die habe ich euch ja gezeigt im letzten Video, wie ich die gemacht habe. Und ich habe die jetzt auf Styropor draufgeklebt mit der Heißklebepistole. Ganz einfach deswegen, weil hinterm weißen Hintergrund kommen die Farben natürlich viel besser zur Geltung. Ansonsten habe ich hier Knetbeton. Da nimmt jeder einfach die Mischung, wo er am liebsten mitarbeitet. Meine Mischung ist immer zwei Teile Fliesenkleber, ein Teil feinen Quarzsand und ein Teil Zement. Dann habe ich hier jetzt noch so ein bisschen Wasser, das brauche ich dann nachher noch ein bisschen, um zu glätten. Wer möchte nachher natürlich noch Farbe. Ich brauche für meine Steingesichter eigentlich nur Moos und nachher noch eine Heißklebepistole. Steingesichter sind wirklich ganz einfach zu machen. Ich habe mir jetzt einmal so einen Klumpen von dem Knetbeton genommen und verdichte das schon mal so ein bisschen. Und glätte das, indem ich da einfach so ein bisschen drauf haue und hin und her streichel. Und die Form kriegt man auch ganz leicht hin. Vor allen Dingen Steine sind auch alle unterschiedlich. Da gibt es eigentlich kein richtig und kein verkehrt. Und jetzt nehme ich mir meine Augen und drücke die hier so rein. Ihr seht, die gehen ja jetzt so rein. Und dann knete ich das mal noch so ein bisschen und jetzt nehme ich einfach ein bisschen Wasser am Finger und drücke das hier richtig dran, so dass die Augen richtig gut eingebettet sind. Und jetzt knete ich das noch mal so, dass sich das auch gut verbindet. Und jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Wasser am Finger und verstreiche das hier so ein bisschen. Und den Zementschleier, den kann man nachher, wenn das getrocknet ist, kann man das gut abwischen. Aber erstmal muss ich das hier gut verbinden und jetzt kann ich das auch schon so ein bisschen glatt streichen. Und jetzt habe ich eigentlich schon mal so meine Form, wie ich die haben möchte. Ich halte das jetzt in der Hand, ihr könnt das am besten nachher hinlegen. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Messer. Ups. Und ritz mir mein Gesicht da rein. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal den Mund. Ich mache den jetzt ganz einfach hier. Klappe ich das so ein bisschen auf. Und jetzt nehme ich einen Pinsel mit Wasser und glätte mir das. Ich kann auch noch mal mit dem Finger hier so lang gehen und das so ein bisschen glätten. Dann noch mal mit dem Pinsel. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt muss ich das doch zur Seite legen hier. Ich stelle ihn mal einmal so hin und klappe das hier nochmal. Dann kann ich das ein bisschen besser modellieren. Und jetzt nehme ich mir noch so eine kleine Kugel, mache ich mir fertig vom Knetbeton. Mache das jetzt hier um ein bisschen nass und setze mir meine Nase hier noch drauf. Und jetzt nehme ich das eben in der Hand, damit ihr das besser sehen könnt. Und jetzt nehme ich den Stiel vom Pinsel und drücke hier unten dann noch so zwei so Nasenlöcher rein. Und dann ist mein Gesicht eigentlich schon fertig und jetzt kann ich das weglegen zum Trocknen. Ich habe hier jetzt noch einen gemacht und ihr seht, ihr könnt ihn natürlich auch noch verzieren. Der hat jetzt noch so eine Zunge bekommen und bei den Augen. Wenn die euch nicht weit genug rauskommen, könnt ihr auch noch mit einem nassen Pinsel die noch so ein bisschen freilegen, damit die Augen richtig schön rauskommen. Einfach so mit einem feuchten Pinsel da einfach so rumgehen und dann wäscht sich der Knetbeton da so ein bisschen raus und dann kommen die Augen noch besser zum Vorschein.
Meine Steingesichter sind jetzt schon alle trocken. Die ersten haben schon ihre Frisur verpasst bekommen, die Mooshaare. Und die mache ich jetzt einfach mit Heißkleber fest. Ich mache da so einen Strich drauf vom Heißkleber und setze da dann mein Moos drauf. Drück das so ein bisschen an. Und schon habe ich mein Moosgesicht fertig. Ihr seht, ich finde das eigentlich ganz niedlich. Ne? Hier ist noch so ein Stück Holz, das kam mit weg. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit Knetbeton noch so alles basteln kann. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.